Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr Uhrzeiten, Datum oder einen Countdown einbauen könnt mit OBS Studio und das alles mit Bordmitteln. Ich habe jetzt mal hier eine Szene vorbereitet mit einem Logo und einem simplen Hintergrund. So. Oder wir nutzen den Hintergrund. So, haben wir hier so einen schön animierten Hintergrund. Wie gehen wir vor? Wir brauchen als erstes eine Textebene. Nennen wir die Textebene einfach mal Datum. Okay. Ihr müsst nichts einfügen. Die Textebenen bleiben alle leer. Machen wir eine neue. Die nennen wir einfach mal Uhrzeit. Da ich sie ja schon habe, mach ich mal Uhrzeit 2. Macht auch erstmal nichts, das Transformieren und Anpassen. Das machen wir dann, wenn der Input da ist. Entschuldigung. Und wir machen nochmal eine nächste. Die nennen wir Countdown. Okay. Wie gehen wir vor? Jetzt gehen wir auf Werkzeuge, Skripte. Jetzt haben wir hier diese drei schon dabei. Klicken auf Countdown. Und jetzt suchen wir uns die Textebene aus. Da haben wir uns Countdown angelegt. Und da ist er schon. Und als Endtext soll stehen Go. Okay. Und das Schöne an der Sache ist, wir können das jetzt hier schon wieder schließen. Mit einem Doppelklick können wir jetzt sagen, alles klar, ich brauche die Schriftart, die eventuell mit meinem Logo übereinstimmt. Geh auf Beba, bei mir ist es Beba. Beba ist neuer. Und wichtig ist 256. Die Schriftgröße. Denn je größer, weiß nicht, ob auch 512 geht. Ja, geht auch. Je größer ihr die Schrift habt, umso sauberer ist es nachher, wenn man die kleiner macht. Sieht sogar ganz gut aus, die Größe. So. Denn jetzt kann man diese halt ganz normal farblich anpassen. Ich habe hier dieses Rosa als Farbverlauf. Das Weiß ersetze ich durch mein Blau. Und dann gehe ich ganz runter, setze eine Kontur. Ja, das ist etwas größer. So. Dann habe ich meine Kontur. Drücke auf OK. Und fertig ist mein Countdown. Jetzt kann man natürlich noch mit gedrückter Alt-Taste den Rahmen hier rüberziehen. Fertig. So. Dann packen wir den mal hier oben in die Ecke da, damit er uns in Ruhe lässt. Und machen wir weiter. Wieder auf Skripte. Datetime. So. Und da sagen wir möchten den Tag haben. Also gucke ich in die Liste. Tag in Zahlform ist Prozent D. Mache ich einen Punkt hinter. So, den Monat in einer Zahl ist Prozent großes I. Mache einen Punkt hinter. Und das Jahr. Wie wollen wir das Jahr haben? Vierstellig, alles klar, also Prozent, großes Y. Mache noch einen Trenner zwischen und wähle Quelle. Wähle meine Quelle aus. Die Quelle heißt Uhrzeit 2. Und schließe das Ganze. Und hier haben wir es. Dann passe ich das auch wieder an. Schriftart habe ich Bebas Neuer. Ich denke mal 256 wird mir jetzt hier reichen. Drücke auf OK und passe mir das einfach wieder farblich an. Und als Farbe hatte ich das Rosa. Und als Farbverlauf hatte ich ein schickes Blau. Und dann nehme ich mir wieder meine Kontur. Drücke auf OK und ziehe mir das denn dahin, wo ich es brauche.
dem Fall hier unten in der Ecke. Und da haben wir es. Datum und Uhrzeit. Was will man mehr?